Der Mann mit den drei Hunden. Es war einmal eine Familie, die hatte einen Sohn. Als der Sohn älter wurde, sagte er zu seinem Vater: Ich will jetzt fort in die Fremde und mir etwas Geld ersparen. Und der Vater erlaubte es ihm und gab ihm auf Reisen seine drei Schafe mit. Als er nun auf der Reise war, begegnete ihm ein alter Mann, der sagte zu dem Sohn: Wo willst du denn hin mit deinen drei Schafen? Und der junge Sohn erzählte dem alten Mann alles, was er vorhatte. Als der alte Mann das hörte, sagte er zu dem Burschen: Gib mir deine drei Schafe, so will ich dir meine drei Hunde geben, denn wenn du hier in den Wald kommst, geht's dir nicht gut. In diesem Wald sind Räuber, die werden dich totschlagen. Wenn du aber diese Hunde hast, die werden dich aus der Not erretten. Die Hunde heißen: Der erste Stahlbrecheisen, der zweite Merk auf und der dritte Geschwind wie der Wind. Und dazu noch ein Pfeifchen. Wenn du damit pfeifst, so können die Hunde sein, wo sie wollen. Sie hören es und kommen dir zu Hilfe. So geht er nun und gibt dem Mann die Schafe für die Hunde und zieht seinen Weg fort. Als er in den Wald kam, wurde es Nacht. Und er kam an ein Haus und ging hinein und traf niemand als eine alte Frau an. Die fragte er, ob er nicht übernachten könnte. Sie sagte: Doch. Und er ließ sich etwas zu essen geben und alsdann wollte er schlafen gehen. In der Nacht kamen 12 Räuber. Sie fragten die alte Frau, ob nichts angekommen wäre. Sie sagte: Doch, aber der hat 3 große Hunde. Und die würden euch alle zerreißen, wenn ihr ihn töten wollt. Aber, sagte die Alte weiter, wisst ihr, was wir machen? Er will morgen auch noch hier bleiben, und da werde ich ihn ein wenig fortschicken in den Wald auf die Jagd und mir einen Hasen schießen lassen. Ihr haltet euch hier auf, und ich werde machen, dass er die Hunde hier lässt. So werdet ihr ihn schon bekommen. Als es Tag war, sagte die Alte zu dem Burschen, dass er auf die Jagd gehen möge, einen Hasen zu schießen und die Hunde ihr zum Zeitvertreib zu Hause lassen. Und so geschah es auch. Nun ging er fort in den Wald. Als er einige Meter gegangen war, stürzten die 12 Räuber aus dem Wald auf ihn zu und schrien: Nun haben wir dich doch! Er aber hielt an und sagte zu den Räubern, ehe sie ihn töten, so möchte er noch auf den Baum steigen und ein Gebet verrichten. Sie erlaubten es ihm. Und als er auf dem Baum saß, zog er seine Pfeife heraus und pfiff. Aber die Hunde kamen nicht, weil sie miteinander spielten. So hörten sie ihn nicht. Er pfiff noch einmal. Da sagte der Hund Merk auf zu seinen Mithunden: Hört, unser Herr ist in großer Gefahr. Die alte Frau hatte die Hunde aber hinter 3 eisernen Toren eingesperrt, und der Hund Stahlbrecheisen sagte: Wir wollen uns aufmachen und sehen, was vorgeht. Und der Hund zersprengte die 3 Tore, und sie kamen zu ihrem Herrn. Als er sie sah, sagte der Herr zu ihnen: Nun macht euch einmal lustig mit den 12 Räubern. Und sie zerrissen alle 12. Dann ging er zurück in das Haus und hieb der alten Frau den Kopf ab und die Hunde zerfetzten sie. Nun ging er seinen Weg weiter und kam in eine Stadt. Die war schwarz verhängt mit Fahnen der Trauer. Da fragte er, was das bedeuten solle. Und die Leute sagten ihm: Jedes Jahr wird die älteste Tochter in der Stadt von einem Drachen geholt, der 7 Köpfe hat. Und dieses Jahr ist's gerade des Königs Tochter. Er fragte, ob sie nicht zu erlösen wäre. Die Antwort war: Nein. Er fragte, um welche Stunde, und es hieß um 12 Uhr. Da machte er sich auf den Weg zu dem Platz, wo die Königstochter geholt werden sollte. Als nun der Drache kam, packte der Hund geschwind wie der Wind den Drachen am Schwanz, und die anderen 2 hielten ihn fest. Der junge Bursche hieb dem Drachen die 7 Köpfe ab. So war die Königstochter erlöst. Er aber schnitt aus jedem Kopf die Zunge und nahm sie mit. Die Königstochter sagte, sie würde keinen heiraten als ihn, und sagte ihm heißen Dank. Es war aber aus der Stadt ein Bursche nachgeschlichen, um zu sehen, was er mit dem Drachen ausführen werde, und lauschte, was die Königstochter zu ihrem Erlöser sagte. Der Retter versprach ihr, sie im nächsten Jahr zu heiraten, und ging fort. Der andere Bursche trat nun zu ihr. »Wenn du mir nicht versprichst, mich zu heiraten, so musst du doch sterben!« Er ging fort und nahm die 7 Köpfe des Drachen mit. Ein Jahr später kam der Erlöser wieder in die Stadt.
Da war alles rot umhängt. Er fragte wieder, was das zu bedeuten habe, und man sagte ihm, dass heute die Königstochter Hochzeit habe mit einem Burschen aus der Stadt, der sie voriges Jahr erlöst habe von dem Drachen. Da sagte er, ich wette mit euch, dass mein Hund den Trinkbecher der Prinzessin holt. Er schickte ihn fort, und er kam und hatte ihn. Dann sagte er, ich wette, dass mein Hund den Ehering von der Hand holt. Er schickte ihn wieder fort, und er kam gleich und hatte ihn. Die Prinzessin sagte zu ihrem Vater, dies müssten des Retters Hunde sein. Da ließ man den Burschen mit den drei Hunden herholen. Er kam, nahm Platz und lauschte, wie der andere, der die sieben Köpfe hatte, von der Erlösung erzählte. Da sagte er, welcher unter denen, glaubt ihr, hat die Prinzessin erlöst, der die Köpfe hat oder der die Zungen hat? Sie antworteten alle, der die Zungen hat. Und so wurde der Betrüger mit vier Ochsen zerrissen. Und der die Zungen hatte und ihr Erlöser war, heiratete sie und wurde dann König.